Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Dawn of Sorrow. Und dann wieder das Mikrofon bei der Begrüßung gerauscht. Ja. Wir haben im letzten Part ein neues Gebiet gefunden. Oh, Fähigkeit erhöhen, cool. Noch viele Seelen gefunden. Ah, ist zu spät. Sie sollen sterben. Und. Genau, haben wir nur Basis noch, habe ich noch Basis gelabert. Und ja, jetzt geht es darum, das Gebiet noch weiter zu erkunden. Ja, und den Boss haben wir auch gekillt. Der, wie gesagt, das war, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall diesen Fisch da, den Fischkopf. Ja, aber jetzt geht's endlich mal daran, das komplette Gebiet zu erkunden. Aber das ist eine echt gute Taktik gegen die. Eiscreme. Hm, ich glaube, das stellt wieder MP. Ah ne, TP wieder her. Natürlich brauche ich gar nicht erst besiegen. Ich hau ab. Was gibt's denn so unten rechts? Oh. Ernsthaft. Warum bin ich den ganzen Weg nach oben gelaufen? Nee. Oh, nein! Ich wollte schon gerade sagen, der soll nicht auf irgendwelche dummen Gedanken kommen. So. Aber die gehen ja schnell tot. Allerdings die Seele von denen, die hat eine sehr große Bedeutung im Spiel. Ja, ich hol ihn nicht jetzt, ich hol ihn anderen mal. Kommt, ich glaube, dass. Ah, diesmal werde ich das auch wohl machen. In Area of Sorrow habe ich ja ein Part gemacht, sobald man ja die Großfledermaus. Das hier die. Ja, sobald wir da die Großfledermaus gekriegt hatten, hatte ich ja den Erkundungspart gemacht. Seinen Part werde ich ja auch machen, aber der wird wohl. Der wird aber jetzt nicht direkt dann kommen, sondern wohl doch ein bisschen später erst. Weil nämlich danach doch noch ein paar neue Orte freigeschaltet werden. Und da ist auch nochmal extrem viel zu erkunden. Ich glaube, sowas lässt sich echt kurz vor dem Endboss machen oder nach dem Endboss. Ach, wir noch einen Teleporter. Gut. Oh! Auch kriegen nicht die alle werden. Oh! Was ist das für denn? Was bist du denn? Mensch, zeig dich. Zeig dich. Putzel. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Na gut, die werde ich nicht mehr töten. Die. Ja, die machen ja nicht mal viel aus. Was sind die Dings? Okay, links geht's weiter. Und rechts ist ein Speicherpunkt. Okay, sind die Speicherpunkte ein bisschen nah aneinander, aber naja, ist ja eigentlich okay. Ach, ich habe gesehen, da geht es auch noch runter. Muss ich auch noch mal hin. Oh, ich meine sogar, es wäre der richtige Weg. Ah, oh, ein Pilz gefunden. Ist das nicht so die. Ich glaube, das ist eine Stelle, wo ich jetzt gerade bin, wo man erst. Wo man noch gar nicht hin kann. Genau, auch hier gibt es wieder einen Wasserfall, der einen Weg blockieren will. Aber ich gucke jetzt mal, wann. Okay, noch ein Pilz. Gut. Ich glaube, die Pilze können MP wiederherstellen oder TP. Weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, diese Medusa-Köpfe. Ah, ich war doch hinter dem Wasserfall. Ach so. Ey. Da müssen sie zurück. Ah, oben rechts ging es auch noch weiter. Ach genau, das war die Stelle. Da kann ich noch nicht weiter, weil die Stacheln würden mich ja nach einiger Zeit killen. Da brauche ich schon echt genug TP, aber ich glaube, da kommt sowieso eine Stelle, wo ich dann gar nicht mehr durchlaufen weiter kann oder durchspringen. Brauche ich nämlich eine andere Sache für. Ja. Doch, gar nicht schnell. Deswegen gehe ich nochmal oben rechts entlang, ob da noch irgendein Durchgang ist.
Na, ich will keine 30 Tage Testversion für Antivirus Security. Kriegt also für die, die Antivirus benutzen, kriegt ihr auch immer diese nervigen Werbeanzeigen unten rechts oder die einfach so in der Mitte auf dem Bildschirm erscheinen. Ja, die regen mich echt auf. Wenn man dann auf später erinnern drückt. Man kann ja auf das X drücken, erscheint es trotzdem mal wieder. Wenn man auf später erinnern drückt, kommt das ja auch immer wieder. Das ist nicht schon gemein. Ja, gemein ist halt das richtige Stichwort. Wenn es da nicht interessiert, dann soll die auch nicht mal Werbung dafür machen. Werbung funktioniert ja nur, wenn sich auch einer dafür interessiert. Also wenn man PC, das ist meiner Meinung nach nicht mehr genug mit der kostenlosen Version. Ja, überhaupt Werbung. Werbung ist auch schon wieder so ein Thema. So. Oh, was haben wir denn hier? Oh, wir können ja gar nicht weiter. Genau, und dafür müssen wir den C4 haben. Ich glaube, von den Spielentwicklern war es eigentlich so vorgesehen, dass man erst den Fisch besiegt, dass man dann bis hier hinkommt und dass man dann sieht, oh, ich kann gar nicht mehr weiter, ich muss wohl anders hin. Und dann Gergut und C4 besiegt. Ich glaube, so war es eigentlich vorgesehen. Und dann hingehen. Und wenn wir jetzt die Zeit umkehren, geht's weiter. Denn die Zeit war, glaube ich, angehalten. Und ja, die haben das jetzt. Waren die selber anhält, so wie negativ mal negativ. Ach, verdammt, warum habe ich jetzt die. Nein, aber diese geile Musik an. Das finde ich eins der geilsten Orte hier. Das erinnert echt so an diese ganz alten Castlevania, so diese alten Schlösser und diese Musik. Vampire Killer. Also ein Remix davon. Aber ich mag diese Themen echt. Oh, ich glaube, sogar kann Gift sprühen. Ach, der lebt immer noch. Nee, doch nicht. So. Das hat so echt dieses alte Castlevania-Feeling. So, auch die ganze Umgebung hier, das ist schon geil gemacht. Aber hier gibt es noch neue Gegner sogar. Larve, okay. Wenn es nur die Larve ist, dann will ich nicht den. Ich da jetzt mal den Zeuger sehen. Oh, das sind richtig nervig, aber da kann man einfach den hier machen. Oh, wir haben noch ein bisschen was Neues dazu gemacht zu der Themen. Also ich mag die Themen echt. Und auch diese Umgebung hier, habe ich jetzt ja, wie ich ja gerade gesagt habe. Wie noch ein. Okay. Wo komme ich jetzt? Achso, jetzt komme ich da wieder raus. Ah, das war sogar gut, dass ich nicht unten entlang gegangen bin. Das war ja richtig gut. Okay. Ja, die Kellner, ich brauche aber nichts. Hab nichts bestellt. Ey, du wirst mich nicht nochmal zurückkicken. Obwohl, was heißt nochmal? Er soll mich nur nicht in den anderen Raum wieder reinkicken. Genau, die war hier die Seele, ja. Ja, ich benutze die, glaube ich, auch fürs Erste. Oh, Mana Prisma. Was hat das mit diesen ganzen Spiegeln auf sich? Ja, ist eigentlich so, überall sind diese ganzen Spiegel. Das wird auch noch alles, ja, wenn wir noch alles erfahren, das kommt noch. Ja, der Stuhl, der war ein bisschen verdächtig. Hm, ne, doch nicht. War nichts. Den Geheimgang vielleicht? Oh, was? Kommt der her? Oh. Ist er auch, man das merkt, die kommen auch echt ein paar stärkere Gegner schon. Ja. Hat mir noch wieder echt nervig. Oh. Vorsicht! Ach, das ist echt Musik, die ich mag. Ja, dieses ganze
Also ich von den ganzen Bands, das ganze Hardstyle-Zeug, das brauche ich, oder Hardrock. Ich weiß nicht, was es da alles für Zeug gibt, das brauche ich einfach alles nicht. Ne, jetzt ganz im Ernst, so Soundtracks, die höre ich mir sogar privat mal gerne an. Zum Beispiel jetzt nicht sowas, aber... Obwohl, doch, würde ich mir sogar privat auch gerne anhören. Oh! Zum Beispiel auch, was man bei Minecraft, was in der Playlist ist, ne? Das sind doch hauptsächlich Lieder, die ich auch privat sehr gerne höre. Genau, so muss man das, dass das Teil da oben ist, aber... Das hat eigentlich nichts gebracht, weil ich da noch nicht hin kann. Aber ich habe auch nichts gegen welche, die jetzt irgendwie Heavy Metal hören, da... Jetzt ist nicht so einer, hast du was gegen Heavy Metal oder Rap oder was weiß ich. Ja, das... Ich mag die Richtung einfach nicht, aber das heißt ja nicht, dass andere die nicht auch nicht mögen müssen. Also, ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich. Ah, da geht's weiter. War das gerade Lava im Hintergrund? Ey, was ist das nur für eine Kirche? Okay. Oh, eine Cutscene. Ja! Julius! Es geht mir gut. Mach dir keine Gedanken. Dario. Was? Das war's schon? So viel von dem legendären Belmont. Nö. Ja, rede du nur. Ach, guck dir mal Dario an, was der für eine Aura hat. Ha, Freak! Sieht aus, als würde ich mal bei einer Revanche kriegen, dich fertig zu machen. Aber noch bin ich nicht ganz auf der Höhe. Der Thronsaal im obersten Stockwerk. Da wolltest du doch hin, oder nicht? Da hat dann die Sache ein Teil über Regeln, ne? So richtige Männer. Tschüss. Der ist ein harter Borken. Vor allem für mich. Der ich keinen Zirkel besitze. Keine Zirkel. Moment mal, Julius. Du beherrschst keine magischen Zirkel? Oh. Worauf willst du hinaus? Da musst du doch Monster begegnet sein, die du nicht vernichten konntest. Ich habe sie erledigt, bevor sie sich regenerieren konnten. War kein Problem. Nur diesmal dürfte das nicht funktionieren. Du wirst mich wohl veräppeln. Ja, so kann es unmöglich gewesen sein. Kümmer dich nicht um mich. Geh schon, mir geht's gut. Er wartet sicher schon auf mich. Ich mach mich besser auf den Weg. Hüte dich vor seinen Feuerangriffen. Du kannst es. Enttäusche mich nicht. Alles klar. Okay. Ja, das mit Dario ist wohl echt nicht gut aus. Der ist vom Rüpel zum Schläger geworden. Wenn er so weitermacht, wird er noch irgendwann zum Mafia-Boss. Wir müssen echt aufpassen, bevor der noch so viel Macht hat. Und hier kommt schon mit seiner Ober-Agro-Skelett-Band dann. Ja, Gang. Verwechseln wir die Wörter Gang und Band miteinander. Passiert mir oft. Und schnell weg. Ja, guck, dass sie durch die Wand diese Knochen nach oben werfen können. Obwohl. Ja komm, das kriegt er wieder. Ja, das ist für euch. Und schon der nächste Boss. Ihr erinnert euch in Every Love Sorrow an die Großfledermaus, gegen die wir erstmal kämpfen sollten, aber die dann von der Valore weggebasht wurde. Hier haben wir eine Chance, gegen eine andere Variante der Großfledermaus zu kämpfen. Den Fledermaustrupp. Oh, scheiße. Ein verdammt nerviger Boss auf jeden Fall. Aber man kann ihm... Ja, ach, jetzt kommt eine Hand. Oh, die Meisterhand. Ah, der kann die Mehrheit Schaden zufügen. So ein Spaß. Okay, jetzt haben die ihm den Kopf geformt. Oder Mund, oder was das sein soll. Na gut, so sind wir noch am liebsten. Am angreifbarsten. Ach,
darf also echt nicht auf die, in die Reihen springen, okay. Oder ja, höchstens nur am, ja, am höchsten Punkt. Okay. Na, ja, Level 28. Ich gehe erstmal nach unten gucken, was es da so gibt und danach, ja, gehe ich nochmal zum Boss. Und, boah, ist das für einer. Was, man hat seinen Hund losgeschickt und dann hat er geheult, weil der Hund besiegt wurde, oder? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, hier ist auch noch so einiges. Oh, schon jetzt so ein Typ mit Hund. Ja, sorry für deinen Hund, ja. Ich hol dir einfach einen neuen. Irgendwann. Achso, ein Teleporter. Obwohl, vielleicht gibt es auch wieder neue Sachen. Ich weiß ja nicht, so meistens nach jeder Cutscene oder nach jedem Boss gibt es ja so ein paar neue Sachen. Beim Hammer. Kann ich direkt noch ein paar Tränke holen. Also trifft sich ja gut. Jetzt habe ich ja wieder 5746 Gold. Kann ich mir halt so einiges von holen. Hey Soma, ja? Dieser alte Knacker, wie heißt er gleich nochmal? Du weißt schon. Meinst du Julius? Ja, ja, Julius. Er scheint oft Joko zu besuchen. Er scheint Joko oft zu besuchen. Meinst du? Natürlich geht er sie oft. Natürlich sich oft. Ich glaube, das ist ein Schreibfehler. Natürlich geht er sie oft besuchen. Joko ist Julius Kontaktperson. Ach ja, stimmt ja. Ich drehe mal langsam ein bisschen am Rad. Mann, das muss aufhören. Also, was kann ich heute für dich tun? Man hat eine neue. Ne, keine neue Schlosskarte. Boah, was haben die denn hier so alles noch für Waffen? Alles nicht so gut wie meine Waffe. Längen nicht so gut. Für einen roten Schal konnte ich mal wieder ausrüsten. Stimmt, ich habe die ganze Zeit den Schamanenring gehabt. Also ist schon viel besser. Zum Craften dürfte ich jetzt nichts Neues haben. Ich habe erst vor kurzem geguckt. So. Ah, diese schön animierten 3D-Hintergründe. Ja, Daniel, ja, angeblich ja nur 5 oder 10 Cent Produktion. Aber. Ja, aber ich finde es auch schon gemacht. Also ich versuche ja eh bei an Spielen immer das Beste zu sehen. Meine Kritik ist ja und mein Fazit ist ja meistens auch immer sehr gut. Was aber auch nur daran liegt, weil ich auch jetzt vor allem ist am Anfang jetzt wirklich nur Spiele zockt, die ich auch gerne sehr gerne mag, die ich mal gespielt habe. Also es sind so Castlevania, Kingdom Hearts, das sind echt so meine Lieblingsspielereien. Wie gesagt, jetzt kommen noch bald Pokémon und Mega Man. Auch beide Spielereien, die ich sehr gerne zocke. Ja, Minecraft kommt ja auch noch. Das habe ich auch mal. Ist immer gut für zwischendurch. Vor allem mit dem neuen Update, ja, ist nochmal so vieles dazugekommen. Sieht schon sehr spaßig aus, was da noch alles kommt. Und ich bin ja auch echt mit dem Gedanken am Spiel, ob ich gleich ein privates Minecraft-Let's Play noch mache. Aber ich weiß es noch nicht so, ob ich das auch wirklich mache, ob ich auch das wirklich Lust drauf habe und so. Lust vielleicht schon, aber da muss ich echt noch nachdenken. Ob ich das auch überhaupt dann aufnehmen will. Oder ob ich dann echt nur privat zocken will. Moment, habe ich jetzt überhaupt. Ja doch, ich habe gespeichert. Okay. Das wäre nämlich doof, wenn ich jetzt nicht gespeichert hätte. Ja, ist ja klar, jetzt kommen die darüber. Aber ich glaube, ich spare mir lieber meine MP auf. Mach dann lieber den hier. Ah, das macht mal gut Schaden. Ach, das wäre die. Oh, Standard-Fledermaus. Ah. Komm, jetzt wird's aber. Ja, das wird noch. Ja, dann ist. Ja, doch, das hier ist sogar der vorletzte Boss in der. In dem anderen Ende, in dem, ich sag's mal wieder, falschen Ende, gibt's. Ich habe keine Tränke gekauft. Scheiße.
gewusst, aber ich habe irgendwas vergessen. Ja, das ist echt gut, die Seele. Da kann ich gut arbeiten. Oh, Siegel. Jetzt nicht failen. Ich glaube, ich habe sogar schon gefailt. Scheiße. Ja, noch ganz schnell ein bisschen Schaden machen. Mal gucken, den Nerven. Oh, achso, war das Richtige. Oh, nein! Nein! Oh, ja. Das war doch. Ach. Oh, jetzt kommt aber. Ach. Mensch, hatte zwei Chancen, das Siegel zu zeichnen. Ja. Das ist ja nur dieses dumme Siegel. Ach. Mensch. Also mit Mega Man ZX habe ich noch eine kleine Zeit überlegt. Ich mache das wohl doch wieder anders. Ich habe erstmal gesagt, ich mache ja nur den Hard Mode. Aber ich habe es überlegt, ich werde mit normal anfangen, weil ich muss auch den Hard Mode erstmal freischalten. Davon muss ich das auf normal durchspielen. Das normale Let's Play wäre ein Normalmodus. Dann will ich noch zusätzlich nochmal den Hard Mode spielen. Ist dann ein bisschen doppelt gemoppelt dann, aber dann könnte ich auf diese Weise die Dialoge überspringen, dann geht das auch schnell. Will ich dann auch echt mal nur so ein bisschen die Gebiete zeigen, ein paar Fails ausschneiden. Das hat auch dann trotzdem noch gut ankommen könnte, oder dann auch für mich dann auch ein bisschen spannender wird. Das ist ja auch nur sicher, dass es halt mir Spaß macht und euch. Wenn es jetzt nur einen Verein von Spaß macht, ist ja auch nicht gut. Also jetzt entweder nur euch oder nur mir. Ja. Aber jetzt. Ja! Zum Beispiel, das hier macht mir schon Spaß, das Spiel. Das fordert schön. Hat gutes Gameplay. Oh. Und das mal weg. Oh, weg da. Verdammt, ich glaube, komm mal total rein. Ach, jetzt kommt die Hand, die ist mir sogar am liebsten. Ne, die ist mir doch nicht am liebsten. Scheiße. Ach, die hat mir aber zweimal getroffen. Ich hoffe, die braucht noch ein bisschen, bis sie da ist. Oh, Fehlanzeige. Oh. Nein! Weiter geht's im nächsten Part. Nee, jetzt ehrlich, ja, ich mach jetzt erstmal einen Schnitt. 23 Minuten ist ja schon was. Dann im nächsten Part werde ich die wohl hoffentlich fertig machen. Und dann geht's auch weiter. Dann geht's nämlich zu Dario. Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Auch wenn ich jetzt zweimal gefailt habe schon. Oder was, dreimal? Achso, schon der Kurzfilm. Ja, okay, den kennen wir ja aus dem ersten Part. Naja, bis zum nächsten Part und ciao.